Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Wir sind mal wieder in unserer Heimat im Schwarzwald und ja, zur Abwechslung ist es im Dezember mal sonnig. Und ich habe was dabei, was nicht nur eins meiner Lieblingsmodelle im Segment und vielleicht auch auf dem Markt ist. Es ist so ein Auto, das würde ich mir kaufen, wenn ich im Lotto gewinnen sollte. Ja, sondern was ganz Neues. Den Range Rover Sport, so wie er hier steht, im Modelljahr 2020. Und ja, bei den Briten hat die Elektrifizierung Einzug gehalten. Das sieht man daran, dass dieses Auto als P400e einen Plug-in-hybriden Antrieb bekommen hat. Der war in aller Munde, wurde auch oft vorgestellt, aber jetzt ganz neu ist ein Mild-Hybrid, über den hat noch keiner gesprochen. Ich bin ja ein Fuchs, den will ich euch heute vorstellen. Ja, und was ist der Vorteil von diesem 400 PS Motor? Der hat 6 Zylinder, der Plug-in-Hybride hat nur 4, der hat ein 48 Volt Bordnetz, eine sehr leichte Technologie, einen elektronisch angetriebenen Verdichter, wie man es von Audi kennt. Hier steht dieses Auto ja mit einer Luftfederung in relativ klassischer Ausstattung, zumindest außen, innen mit dem neuen Infotainment. Und was werden wir heute zusammen machen? Ich werde euch dieses Auto umfangreich außen vorstellen. Da habt ihr unfassbar viele Möglichkeiten, da braucht man eigentlich schon fast ein Studium, um den Konfigurator bei Range Rover bedienen zu können. Wir werden reingehen, wir werden uns die Rückbank angucken, wir werden natürlich fahren hier im Schwarzwald mit diesem Modell, das wird fun. Wir werden ein Fazit machen, ich werde euch dieses Auto ja preislich im Wettbewerbsumfeld einordnen. Ja, eben alles machen, was aus meiner Sicht und hoffentlich auch aus eurer zu so einem Review dazugehört. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran, dann geht es jetzt auch los mit mir. Ich bin der Jan, Hallöchen und... Ach, bevor ich es vergesse, ihr findet uns von www.derautotester.de auf www.derautotester.de, auf unseren sozialen Kanälen, auf Instagram, Facebook, auf YouTube habt ihr uns gefunden. Macht die Glocke an, abonniert uns, dann dürft ihr mich auch irgendwie Janni nennen. So, dann geht's auch los mit mir. Ich bin der Jan und dem Range Rover Sport. Viel Spaß bei unserem Review. Während ich hier im Schwarzwald im Dezember in der Sonne bei relativ wonnigen Temperaturen stehe, will ich euch erklären, wo kommt eins meiner Lieblingsmodelle auf dem Markt her? Wo will der Range Rover Sport hin und wie kann man dieses Luxusschiff in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen? Los ging die Reise vom Range Rover Sport 2005. Damals hat er noch die Plattform gehabt vom Land Rover Discovery. Man hat sich trotzdem gedacht, das soll ein Auto sein, was ein bisschen sportlicher, jünger positioniert ist. Also nennt man ihn Range Rover, was ja schon immer so ein bisschen die coolere Marke war, während Land Rover so ein bisschen die ja, nutzenorientiertere Marke war. Beide haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Ja, und dann in der zweiten Generation, 2013, hat man dem Auto dann auch die Plattform vom großen Range Rover eben verpasst. Trotzdem gab es 75% andere Teile und dann eine Karosserie, die aus vollem Aluminium bestand und die wesentlich leichter war. 2018 war es dann, wie es dann so in der Arrhythmie auf dem Automobilmarkt ist, ein Facelift, das auf den Markt kam, dann auch mit dem P400e, also dem Plug-in-Hybriden Benzinern mit 51 Kilometer rein elektrischer Reichweite, den man in der Steckdose aufladen kann. Und 2019 kommt unser P400 Motor als Mild-Hybrid mit 400 PS auf den Markt, eben dann mit Riemenstarter, Generator mit 48 Volt Bordnetz, mit elektronisch angetriebenem Verdichter. Ja, und dann habe ich mal geguckt, wie viel von diesen Autos verkaufen sich eigentlich in Deutschland, denn, naja, eigentlich um dieses Auto auszustatten, braucht man nicht nur ein Bachelorstudium, weil es ziemlich kompliziert ist im Konfigurator, andererseits hat man auch viele Möglichkeiten, sondern auch einen ziemlich mächtig prall gefüllten, dicken Geldbeutel. Und dann habe ich gedacht so, wie viel haben sich davon verkauft? 39.000 Stück seit der Markteinführung bis Ende 2018 und das sind schon ganz schön viele bei diesem Auto, was 4,88 Meter lang ist. Nächste Frage war, was ist eigentlich das Wettbewerbsumfeld? Wir haben einen großen Range, wir haben natürlich einen kleinen Range Rover Sport, wie er hier steht. Was kann man sagen? Ich habe mir so ein bisschen die Coupé-Varianten genommen von den großen Luxus-SUVs, also GLS, Porsche Cayenne, Cayenne Coupé. BMW X6 könnte man zum Beispiel auch nennen, Audi Q8 und wie sie alle heißen. Da gibt es einige sehr luxuriöse. Hier haben wir aber die britische Antwort auf dieses Luxussegment, das auch ein bisschen sportlich sein will. Was wir jetzt machen ist, ich will euch die Optik zeigen.
Besprechen wir also die Optik von unserem Range Rover Sport, der ja 2018 einen Facelift bekommen hat. Also kann ich euch erklären, was ist neu am Facelift. Die Arrhythmie der Ausstattungslinien ist gleich geblieben. S als Basis, SE, HSE, HSE Dynamic und Autobiography Dynamic. Wie gesagt, dieses Ausstatten von dem Auto. Hier steht es jetzt in einer sehr klassischen Variante, was ich spannend finde. Und erstmal muss man sagen, es gibt Fuji White und Navic Black als Basislackierung. Nichts kosten. Die anderen Lackierungen, ja, die können so von 1.000 bis 8.000 Euro kosten. Da kann man viel wählen, was Schönes, aber man kann auch Schweine viel Geld ausgeben, was ein bisschen negativ ist. Euch interessiert aber ganz bestimmt wie ein Flitzebogen, was ist neu am Facelift, und wenn ihr schon wisst, dann müsst ihr jetzt einfach skippen. Erstmal, was macht man in der Automobilindustrie beim Facelift? Neue Leuchten, neuen Kühler, neuen Stoßfänger unten und neue Rückleuchten. Das ist es meistens. Was hat Range Rover gemacht? Genau das. Wir haben einen neuen Kühlergrill, hier steht Range Rover drauf in großen Lettern, und wir haben neue Leuchten. Das gibt die in Matrix. Es gibt sie als Pixel-LED und als Pixel-Laser-LED. Das gibt drei Varianten. Die erste kostet, glaube ich, 1.300 Euro, während die zweite dann über 2.000 Euro kostet. Und dann mit durchwischenden Blinker kommt. Das alte Modell hatte hier runde Elemente drin. Hier ist alles eckiger und passt aus meiner Sicht viel besser zum Range Rover. Die Leuchten haben den Vorteil, die Matrix-Leuchten, dass sie den Gegenverkehr ausblenden können. Sie haben ein Kurvenlicht, also lenke ich in eine Richtung, lenkt das Licht mit, was praktisch ist. Ja, und machen halt einen sehr klaren, großen Lichtteppich und haben dreimal so viele LED-Elemente wie ein serienmäßiges, normales LED-Licht. So, und dann haben wir hier unten diesen Stoßfängerbereich. Und wenn ihr mal schaut, der Unterfahrschutz, der ist nicht mehr so hochgezogen wie beim Vorgänger, sondern kleiner, dezenter, trotzdem riesige Lufteinlässe hier vorne. Und auf der Motorhaube haben wir hier ja so kleine Öffnungen, Range Rover steht drauf. Und dann ist noch sehr wichtig, bei diesem Modell haben wir, und es gibt es eigentlich ganz selten, nicht das Black Pack. Da kommen dann verschiedene Elemente hier vorne im Grill, unten an der Seite in Schwarz. Das macht es noch sportlicher. Das hier ist definitiv die klassischere Version. Ja, und zu den Elementen hier in Silber oder Chromfarben, wie immer man will, passen natürlich auch perfekt Land Rover Felgen in 21 Zoll, auch in Silber, nicht in Schwarz. Viele von den Modellen sieht man mit schwarzen Felgen. Beim Black Pack kommt hier auch diese Kieme in Schwarz. Hier ist es schwarz und eben Silber, was Schönes. Ja, und was dann auch schön ist, die Stoßfänger vorne beim Facelift, die sind dann ja eben in Wagenfarbe lackiert. Wir haben hier unten auch einen ausgestellten Schweller, und ja, beim Black Pack kommen auch die Spiegel, glaube ich, dann in Schwarz. Die sind hier in Wagenfarbe. Und wir haben hier bei unserem Modell hinten keine abgedunkelte Scheiben, was man auch ganz selten sieht. Ich finde, abgedunkelte Scheiben müssen bei diesem Auto sogar sein. Sprechen wir über das Dach. Hier ist einfach Dach in Wagenfarbe, ganz klassisch, aber wir haben natürlich noch mehr Optionen. Denn man bekommt dieses Dach auch in Schwarz lackiert, man bekommt ein Panoramadach und man bekommt ein Panoramaschiebedach. Je nachdem, wie groß der Geldbeutel ist, kann man da viel wählen. Panoramaschiebedach oder Panoramadach bei diesem Auto ist richtig cool. Will man den sportlicher haben, nimmt man einfach ein schwarzes Dach, ist dann die preiswerteste Variante. Will man den klassisch, nimmt man so, aber ja, ich würde aufs schwarze Dach auf jeden Fall nicht verzichten wollen. Hier oben Dachkantenspoiler, relativ groß, sieht man hier, hinten wieder keine abgedunkelte Scheiben. Was ist noch neu? Schaut euch dieses LED-Rücklicht an, hier wieder mit dem durchwischenden Blinker, deswegen habe ich ihn euch angemacht, auch wenn es einen so ein bisschen nervös macht. Ist eben neu. Hier steht es drauf, Sport P400 HSE. Steht noch nichts vom Mildhybrid drauf, ist es aber. HSE ist die Ausstattung, Range Rover. Und dieses Verbindungszierelement hier ist schmaler geworden im Vergleich zum Vorgänger. Land Rover steht wieder drauf. Und jetzt beugt sich der alte dicke Mann mal runter. Hier hinten zwei Auspuffendrohre und einen dezenteren, hier hinten, ja, so einen dezenteren Unterfahrschutz, Diffusor, was auch immer. Hier wieder so ein silbernes Element. Lasst mir gerne eure Meinung zur Optik da. Es ist eine sehr klassische Optik. Wir haben hier eine elektrische Heckklappe. Wir bekommen die auch optional mit Gestensteuerung. Da muss man so einen epileptischen Anfall mit dem Fuß simulieren. Dann geht die aus. 780 Liter bei aufgestellter Rückbank bis 1680 Liter bei umgeklappter Rückbank im Verhältnis 60-40 teilbar. Ist riesig. Wir haben hier unten auch noch Platz für ein Reserverad. Der Experte nennt das dann Reserverad-Mulde.
ein bisschen schade ist, dass man die Rückbank hier hinten nicht von hinten umklappen kann. Das muss man dann direkt an den Rücksitzen machen. Geht auch, ist ein Handgriff mehr. Was ich doof finde, schaut mal, ich bin 1,88 Meter groß und habe mir schon mal bei diesem Auto einen Kopf angeschlagen. Da könnte man sagen, ja Mann, Jan, pass halt ein bisschen auf. Übrigens hinten Kamera, vorne Kamera, unter den Spiegelkamera. Und wir haben unter den Spiegelkappen so eine kleine Projektionsfläche, was so ein kleines Range Rover Autochen auf den Boden zaubert. Was wir jetzt aber mal machen wollen ist, ach, ich verrate noch gar nicht zu viel, wir gehen auf die Rückbank und schauen, wie viel Platz da ist. Sprechen wir über die Rückbank von unserem Range Rover Sport, denn euch interessiert natürlich brennend, ist da hinten überhaupt Platz? Wir wissen alle, dass da Platz ist. Trotzdem schauen wir es uns an. Ich mache jetzt hier dieses 4,88 Meter lange Auto hinten auf. Ja, und erstmal ist ganz interessant, denn es gibt hier so einen kleinen Hebel, da kann man dann die Rückbank umklappen auf beiden Seiten im Verhältnis 60-40. Und jetzt? Ja, jetzt spricht man bei SUVs immer davon, ja, wenn die hoch sind, hat man bequemeren Einstieg. Ja, bei Range Rover ist es so, da muss man sich schon ein bisschen Mühe geben, überhaupt hochzukommen. Also es ist fast schon schwierig, hier reinzukommen, aber hier hinten hat man dann richtig viel Platz. Klar, wir haben hier drin kein Glasdach, kein Glasschiebedach und leider keinen dunklen Himmel. Ich finde, zu so einem Auto passen dunkle Himmel. Aber wenn man dann so reinsitzt, schaut man so vor und sieht, oh, hier in der Kopfstütze hinten ist so ein kleines Display drin. Und dann haben wir hier in den Türen noch Kopfhörer drin. Ja, und dann können wir Kinder hier hinten einsperren während der Fahrt. Kopfhörer auf, Film rein. Und die lassen einen dann ganz bestimmt in Ruhe. Wobei, eigentlich habe ich keine Ahnung. Ich habe ja keine Kinder. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Ja, und hier hat man dann Getränkehalter, sehr luxuriös. Hier noch so ein kleines Secret-Fach hier mit der Steuerung von dem ganzen Infotainment-Gedöns. Was wahrscheinlich ja nicht so einfach ist. Bin aber sicher, Kinder bekommen das sehr gut hin. Hier unten schönes, wir haben zwei HDMI-Stecker, da kann man dann, was weiß ich, vielleicht sogar eine Playstation anschließen. Ja, zwei USB-Stecker und noch eine richtige 230 Volt Steckdose. Hier hinten kann man es wärmer, kälter machen, abschließen, Meridian Soundsystem, toll ausgeformte Sitze hier mit so, ja, perforiertem Leder in der Sitzfläche. Die geben nicht zu viel Seitenhalt. Wir haben hier auch noch, ja, die Möglichkeit, Zeitschriften lesen, Kinder, noch Zeitungen abzulegen. Aber so viel zu hinten, da passiert bei dem Auto zugegebenermaßen schon eine ganze Menge. Aber ich gucke jetzt mal ein bisschen vor und will euch zeigen, was im Facelift und bei diesem Modell jetzt vorne besonders ist. Springen wir vor. Sprechen wir über den Innenraum. Talking about the interior. Also, ich bin jetzt hier drin und erstmal merkt man natürlich, Alter, ich habe ein ziemlich großes Auto. Ich habe wahnsinnig viel Platz hier vorne, nicht nur hinten, und ja, ich habe ein modernes Auto. Warum? Digitales Cockpit. Jaguar, Land Rover, Range Rover, die waren Vorreiter, was digitale Cockpits angeht. Und ich habe das Touch Duo Pro hier vorne drin mit zwei 10 Zoll großen Displays. Das hier oben ist dafür zuständig fürs Infotainment. Unten haben wir alles für die Klimasteuerung, für die Sitzheizung und für die Fahrmodi. Ja, und jetzt will ich euch das alles mal ein bisschen erklären im Detail. Erstmal haben wir hier Sitze, die wunderbar ausgeformt sind, sehr bequem, guten Seitenhalt geben und Luxuriosität, wenn man das so nennt, versprechen. Ja, und wenn ich dann hier das Lenkrad in der Hand habe, dann ist es nicht zu dick wie bei BMW, sondern eher ein bisschen dünn, aber dafür schön, denn wir haben hier Elemente drauf zum Touchen, zum Rumspielen, die meiner Meinung nach auch gut während der Fahrt bedienbar sind. Aber am wichtigsten ist hier vorne neben der Bedienung der Sprachsteuerung, der Lenkradheizung oder dem Abstandsregeltempomat, ja, dass wir dieses System hier über Menü durchspielen können. Assistenzsysteme sind ganz wichtig. Wir haben Kollisionsvermeidung, Lenkassistenten, Tempolimit-Assistent, Aufmerksamkeitsassistent, Parkbenachrichtigung, die wir hier an- und ausmachen können. Bordcomputer-Menü. Hier geht übrigens lauter leiser, noch über einen Drehregler, für mich immer, ja, sehr, sehr wichtig. Dann haben wir einen normalen Bordcomputer. Display kann man hier verändern. Display-Layout, was ganz spannend ist, mache ich jetzt nicht. Das Head-Up-Display hier vorne können wir verändern.
bzw. einstellen, Fahrzeug einstellen können wir hier vornehmen, Fahrzeuginfos haben wir hier vorne, die Medien haben wir hier vorne, die Assistenten, ansonsten links eben ja die ganz normale Geschwindigkeit, ich fahre rechts die Drehzahl und dann können wir unten auch noch uns den Durchschnittsverbrauch, die Reichweite anzeigen lassen, hier auf diesem Knopf, Start-Stopp-Knopf ist hier oben, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und jetzt spiele ich mal kurz mit euch dieses System hier durch, denn das ist toll, intuitiv und das Neueste, was ja, der britische Konzern so im Angebot hat. Erstmal hier haben wir Home, dann sehen wir schon die verschiedenen Möglichkeiten, die wir hier haben, wo wir uns die Dinge anzeigen lassen können, wird dann hier so klein, ist ganz schön, kann man hier auch so durchspielen. Ja, und wenn wir dann mal schauen, haben wir Navigation hier. Riesenkarte hier drauf, finde ich sehr gut, sehr intuitiv bedienbar. Die Medien haben wir hier, zum Beispiel Apple CarPlay, Android Auto bekommen wir mit einem Stecker in der USB-Buchse, die wir hier finden, neben einer Micro-SIM, übrigens hier schön zweigeteiltes Fach, was es flexibel macht, finden wir hier. Dann haben wir hier einen Cup-Holder da vorne, der ist optional auch kühlbar, soweit ich weiß, oder ein ganz tiefes Fach da unten mit einer 5 Volt Ladefähigkeit dann nochmal. Ja, und dann haben wir hier eben das Telefon da vorne noch. Wir haben die Medien, habe ich euch gezeigt, die USB-Verbindbarkeit und die Kamera. Da haben wir ein schönes 360-Grad-Kamerasystem. Wenn man dann die einzelnen Kameras anzeigt, dann sieht man schon, wir haben vorne welche, wir haben unter den Spiegeln welche und wir haben hinten welche. Und das kann man alles einzeln anwählen. Ist fast ein bisschen viel beim Parkvorgang, aber natürlich auch ein praktischer Felgenschutz, weil wir halt in jede Richtung das ansteuern können. Parkpiepser haben wir dazu auch noch. Also damit das Auto nicht aus- oder einparken zu können, wird schon einigermaßen schwierig. Automatisches Parken ist hier auch noch drin, brauche ich nicht, nutze ich quasi nie. Hier sind die Parkpiepser. Was will ich sagen? Das ist ein tolles, intuitives System hier mit 4G-Anbindung. Fondsmedien können wir hinten steuern. Eco-Daten können wir uns hier auch anzeigen lassen bei diesem Auto. Das sieht man schon, es wird immer wichtiger bei Autos eben, dass man ja, spritsparend unterwegs ist. Wallet-Modus gibt es auch hier drin. Kann man das Auto dann parken lassen, wenn das dann angeboten wird. Wir haben hier die 4x4 Modi fürs Gelände, Fahrzeug, Abmessung, Dynamic E-Modus ist vielleicht auch ganz interessant. Da sieht man dann Rundenzeiten zum Beispiel, ein G-Kraftmesser hat man hier drin, ja, oder verschiedene Grafiken einfach. Und wenn wir dann zurückgehen, dann haben wir hier auch noch was ganz Schönes, nämlich den 4x4 Modus eben. Was Schönes, ich habe verstanden, da haben wir Geländeinfo, die Berganfahrhilfe und die Drive Assists hier fürs Gelände, wo man dann vorne quasi durch die Motorhaube schauen kann und außen an den Felgen, sehr, sehr praktisch, da sieht man, wo Range Rover herkommt, ist eine Offroad-Marke, Fahrzeugabmessung haben wir hier, das ist wirklich ganz spannend, dass das hier drin ist, also tolles System und jetzt hier unten Sitze, Klimatisierung, Sitzheizung kann man dann hier einstellen oder einfach ja, die Klimatisierung mit so einem Druck. Das ist ein tolles System. Ähnlich übrigens wie das, was Audi macht. Hier haben wir dann die Luftfederung drin. Das bedeutet, wir können das Auto manuell hoch oder runter fahren. Im Gelände fahren wir es hoch, auf der Autobahn runter. In der Stadt, wenn ihr Prolos seid, hoch. Wenn nicht, dann wahrscheinlich runter oder in Mittellage. Hier ist eine Bergabfahrhilfe und dann haben wir Fahrmodi hier drin. Die sehen wir zum einen da vorne dann. Und zum anderen da unten vorne sehen wir auch dann gerade, welches Differential gerade ja, angesteuert ist und wo der Allrad gerade ist und es geht von Dynamic, da sieht man eine andere Grafik, hin zu Eco, hin zu Komfort, hin zu Grasschotterschnee, hin zu Schlammspurrillen, hin zu Sand und spätestens da seht ihr, wo die Marke herkommt, nämlich aus dem Offroad-Bereich, aber ich fasse mal zusammen. Moderner Innenraum, moderne Konnektivität, toll verarbeitet, viel Luxuriosität, was will man eigentlich mehr? Genau, einen modernen Motor und wir haben hier einen Mildhybriden, ähnlich wie das, was genau Audi macht und den wollen wir uns draußen jetzt mal anschauen. Sprechen wir über die Antriebe in unserem Range Rover und prüfen gleichzeitig die Kapazität von meinem Köpfchen, denn es gibt ganz schön viele. Beginnen wir mit den Diesel. Das sind zwei Ausbaustufen des 3 Liter Sechszylinder Diesels mit 249 oder 306 PS Leistung. Es gibt allerdings auch noch einen 8-Zylinder Diesel mit 4,4 Liter und 339 PS Leistung. Das waren die Diesel. Sprechen wir über die Benziner. Da gibt es einen Plug-in-Hybriden und einen Hybriden, aber es gibt als Benzineinstiegsmotor ja, einen 300 PS starken
Vierzylinder-Benziner, was interessant ist. Das ist der Einstiegsmotor. Und dieser Motor in Verbindung mit einem Elektromotor ist der P400e, ein Plug-in-Hybriden, den man an der Steckdose laden kann. 404 PS, 51 Kilometer rein elektrische Reichweite. Wird in etwa hier irgendwo geladen. Und wir haben hier ja, den P400 mit Mildhybriden, MHEF oder wie man den auch immer nennt. Dann. Ja, und der hat eben den Vorteil, dass er einen Riemenstartergenerator drin hat, ein 48 Volt Bordnetz, also ein Akku. Was passiert? Drehe ich auf die Bremse oder gehe vom Gas, lädt der Akku unterstützt beim Anfahren oder beim Beschleunigen. Das ist ein leichtes System. Ja, und in Verbindung damit wiegt dieses Auto nur 2330 Kilogramm und mit seinen 550 Newtonmeter beschleunigt der 400 PS Motor in 6,2 Sekunden auf 100 und das ist das Schöne, hat nur einen angegebenen Normverbrauch von 9,3 Litern. Ich habe 10 gebraucht und dieses Auto wird 225 km/h schnell. Wer jetzt allerdings sagt, Umwelt, puh, Geld habe ich, bin Rapper, der nimmt nur einen V8 Benziner dann mit 525 PS oder der sagt, ich habe noch mehr Geld als du, ich habe noch mehr Geld als alle, ich scheiße euch zu mit Geld. Der nimmt die SVR-Variante, ich bin die selbst schon gefahren, 575 PS, 8-Zylinder-Motor, macht unfassbar Spaß und ihr seht, ich habe euch alle Motoren auswendig aus meinem Kopf präsentiert, auf was ich ein bisschen stolz bin. Aber auf was ich noch ein bisschen mehr stolz bin, ist, dass ich dieses Auto tatsächlich fahren darf. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Briten sich so sicher sind, was sie da machen. Aber was ich jetzt machen werde, ist ja, losfahren, Freunde. Kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews, nämlich dem Fahren. Hier ist der Schlüssel von unserem Range Rover, da steht's drauf, Land Rover. Schöner Schlüssel, liegt gut in der Hand, Keyless Go natürlich. Ich mache euch dieses Auto an, ja, und gebe meinem Leerlauf in dem Dynamikmodus hier ein bisschen Gas. Ja, und da hört er dann schon mal, okay, da geht einiges, 400 PS sind nicht zu wenig, D-Gang rein, S rein hier, wir haben eine Sportgasse hier bei dem Automatikgetriebe und dann merkt man schon 550 Newtonmeter, oha, Tycho-ha, der geht, obwohl dieses Auto 2,3 Tonnen, mit mir leider 2,4 Tonnen wiegt, klingt erschreckend, ne? Ist das ein einigermaßen sportliches Paket, das liegt trotz Luftfederung daran, dass es eine gute Lenkung ist. Der Allrad ist gut abgestimmt. Wir haben hier sehr viel Traktion in diesem Auto. Aber für die meisten Kunden viel wichtiger ist, wir haben ein hohes Gefühl von Sicherheit. Wir haben natürlich riesig viel Blech, einen echten Panzer um uns herum, sitzen hoch, haben eine gute Übersicht, nicht nur über den Schwarzwald, sondern generell auf der Straße. Und das ist dann ein Paket, was vielen gefällt. Auf der Autobahn wird der hier 225 km/h schnell. Ja, und hat alle Assistenten, die autonomes Fahren Level 2 garantieren. Was ist das? Ein Abstandsregel, Tempomat haben wir drin, Spurhalteassistent, eine Schildererkennung ist hier drin, toter Winkelwarner. Ja, eben alles, was man so braucht, was es einem das Leben sicherer und auch so wunderschön komfortabel auf der Autobahn macht. Hier drin merkt man die Federung, die ist wirklich sehr, sehr gut hier drin. Und dann haben wir Fahrmodi hier drin, das habe ich euch gezeigt. Wir können also nicht nur auf Sport schalten, sondern zum Beispiel auch auf hier Komfort. Dann merkt man, die Dämpfung wird ein bisschen weicher, die Kennlinie der Lenkung wird ein bisschen indirekter gefühlt, die Gasannahme geht zurück. Die Schaltzeiten verändern sich. Wir können immer noch hier am Lenkrad schalten. Ja, und jetzt bin ich aber auch nicht unbedingt bekannt für komfortables oder ökologisches Fahren. Also zurück in den Dynamic-Modus. Und ich sage euch was, ich bin angetan davon, dass man dieses Auto hier sportlich, einigermaßen sportlich, muss ich echt sagen, für das Gewicht natürlich fahren kann, aber gleichzeitig auch komfortabel und gleichzeitig auch im Gelände. Sprechen wir über die Technik hier drin. Wir haben eben dieses 48 Volt Bordnetz mit einem Riemenstartergenerator, der sorgt dafür, dass wenn wir dieses Auto jetzt hier anfahren, der beim Anfahren eben unterstützt und so können wir in 6,2 Sekunden
auf Tempo 100 beschleunigen, was schön ist, mit den 550 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das ist dann ein gutes Paket. Und wenn wir bremsen, so wie jetzt, dann lädt der Riemenstartergenerator bzw. ja, der kleine Elektromotor den Akku wieder auf. Sehr schönes Konzept. Aber zusätzlich haben wir was, was Audi auch beim SQ7 zum Beispiel gemacht hat, nämlich einen elektronisch angetriebenen Verdichter. Ja, dieses System soll dafür sorgen, dass wir kaum mehr ein Turboloch bei den Autos haben, und das schafft das System hier à la Bravour. Das ist wirklich groß. Ja, und wenn man dann hier mal so im Schwarzwald unterwegs ist, dann ist es natürlich klar, wir haben hier kein Jeep Wrangler, kein Mercedes G-Modell und schon gar kein Defender. Aber ja, dieses Auto, was man hier ja verstellen kann von der Höhe ganz leicht, das ist so, dass man sagt, ja, man kommt hier natürlich auch relativ gut durch den Schwarzwald, wahrscheinlich viel, viel weiter, als die meisten denken. Und jetzt fasse ich hier mal zusammen. Wir haben ein modernes Auto mit vielen Assistenten. Wir haben ein Auto, was komfortabel, ein bisschen sportlich ist. Und dann frage ich mich, was will man eigentlich mehr? Aber ich bin ja bekannt dafür, dass ich ständig die gleichen Fehler mache. Jetzt auch schon wieder. Ich habe euch nämlich schon wieder viel zu viel von meinem Fazit verraten. Was ich machen will, ist zurückfahren in meinen, also an meine Lieblingsstelle hier im Schwarzwald und euch ein Fazit zeichnen, Freunde. Kommen wir zu meinem Range Rover Fazit vom Range Rover Sport, und damit offenbare ich euch direkt, dass ich viel zu viel Rapmusik höre, aber euch interessiert viel mehr als mein Musikgeschmack natürlich, warum ich Fan von diesem Auto bin. Erstmal, die Optik ist klassisch, ist zurückhaltend, ja, und die sieht man von, ja, Hamburg bis New York, LA, Mumbai, keine Ahnung wo, überall da, wo die reichen Ghettos auf der Welt sind. Jetzt kann man sagen, Jan, du hast doch einen Schaden hier, dieses Auto zurückhalten, klassisch, das ist ein riesen Luxus, Panzer über 2 Tonnen, muss man sowas fahren? Diese Diskussion könnt ihr natürlich aufmachen, aber das ist halt so bei Statussymbolen, die müssen und wollen auffallen. Was der Vorteil von so einem großen Auto ist, man fühlt sich sehr sicher darin, man sitzt hoch, ja, und man hat ein erhabenes Fahrgefühl. Der Nachteil davon ist, in der Stadt damit ein Parkhaus, ja, ein Parkhaus vielleicht, aber ein Parkplatz zu finden, ist schon eine echte Herausforderung. Zum Auto an sich kann ich euch sagen, ja, außenoptisch diese dezente Optik, das ist meins. Gefällt mir richtig gut. Gleichzeitig sportliche, moderne Akzente. Innen haben wir einen modernen Innenraum. Wir haben außen moderne Leuchten im Facelift. Toll modernisiert das Auto. Ja, damit kann man auch sein Bötchen oder sein Pferdchen ziehen, denn der hier zieht 3,5 Tonnen. Und zum Antrieb muss ich euch sagen, ich finde hier die Mild-Hybridisierung fast sinnvoller als die Plug-in-Hybridisierung, denn ja, man muss die nicht an der Steckdose laden, man kann sie allerdings auch nicht an der Steckdose laden. Es ist eine leichtere Technologie. Ja, und da bin ich großer Fan von. Ich habe 10 Liter gebraucht bei einem Auto, was so schwer ist, was gut ist. Und ja, es ist sehr weich gefedert. So bei schmutzigen Tagen für einen schmutzigen Typen wie mich durch den Schwarzwald zu fahren, damit ist sehr luxuriös, sehr komfortabel. Und wir haben halt einen echten Range Rover mit tollen Offroad-Eigenschaften, mit immer Allradantrieb, mit immer Automatik. Und da ist die große Frage, was will man mit der Konnektivität und dem Infotainment da drin eigentlich mehr? Aber ja, ehrlich gesagt, das erwartet ihr doch eigentlich von so einem Range Rover Sport, stimmt's? Ich habe es euch anfangs gesagt, fürs Konfigurieren von diesem Auto braucht man eigentlich mindestens ein Bachelorstudium oder sehr viel Geduld. Und dann denkt man so, dieses Auto ist schweineteuer. Stimmt aber gar nicht, denn im Einstieg, ja, da geht der schon bei 68.600 Euro los. Das ist gut. Dafür bekommt man allerdings nur einen Vierzylinder-Benziner. Und ja, da würde ich sagen, Vierzylinder zu dem schweren Auto, das passt ehrlich gesagt nicht so gut. Will man dann einen Sechszylinder-Diesel, werden schon 71.400 Euro. Ja, das ist dann ein ganz gutes Paket. Ich finde, ein Diesel passt auch sehr gut zu dem Auto mit dem Drehmoment von unten raus und den geringen Unterhaltswerten. Will man allerdings hier die Mild-Hybridisierung, ist man schon bei 88.400 Euro. So, der steht hier allerdings in der Ausstattungsvariante HSE. Da werden mindestens 94.300 Euro fällig, damit aber noch nicht genug. Mit den ganzen Ausstattungsvarianten, die da noch zusätzlich drin sind, sind wir, ja, ich habe es durchkonfiguriert, bei unter 120.000 Euro, und das ist höchstens was für jemand mit einem Rapper- oder Fußballprofi-Einkommen, für mich leider nicht. Ja. Trotzdem bin ich Fan vom Auto, werde es mir aber nie leisten können. So ist das im Leben. Ich habe auch immer Pamela Anderson gemocht, aber ich wusste, ich kann sie nie treffen. Ja.
Ihr findet uns von www.derautotester.de auf www.derautotester.de, ansonsten auf Instagram, Facebook. Auf Instagram gibt es einen lustigen AR-Face-Filter, hat auch Pamela Anderson schon benutzt, ganz bestimmt. Auf YouTube habt ihr uns gefunden, abonniert uns da gerne, macht mich berühmt, macht mich zu eurem Freund. Nein, Quatsch, wäre echt schön. Da seid ihr umfangreich informiert von dem ganzen Auto-Content, den es so gibt. Ich bin übrigens der Jan, bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ja, und kommentiert übrigens unterm Auto, lasst mir die Meinung dazu da, zu mir, zum Auto, zum Schwarzwald, zum Global Warming und bis bald.